Maßlos enttäuscht sei man über die Personalauswahl des künftigen Bundeskanzlers Sebastian Kurz, VP. Nein, das ist keine Reaktion aus Oberösterreich, es war der Tiroler ÖVP-Bauernbund, der aus seinem Ärger darüber, dass Landwirtschaftsminister André Ruprechter nicht mehr in der nächsten Regierung vertreten sein wird, kein Geheimnis machte. In Oberösterreich wurden die Personalentscheidungen von Kurz und FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache nach außen hin sowohl in der ÖVP als auch in der FPÖ mit Disziplin weggesteckt. Man könne nicht immer neue Wege fordern und dann, wenn diese beschritten werden, sofort einen Baum aufstellen, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer, VP, nach der Sitzung der ÖVP-Bundespartei, bei der am Samstag Koalitionspakt und Ministerliste einstimmig beschlossen wurden. Außerdem, so Stelzer, habe man mit August Wöginger als Clubchef einen Oberösterreicher in zentraler Verantwortung. Soweit die offizielle Sprachregelung. Intern wird die Ministerliste in Oberösterreich weniger locker genommen. Keinen Minister zu stellen, heißt auch weniger direkte Information aus der Regierung und weniger Lobbymöglichkeiten bei wesentlichen Entscheidungen. Was bedeutet das, wenn große Infrastrukturprojekte beschlossen werden? Verliert dann ausgerechnet das führende Industrie- und Exportbundesland an Einfluss? Alarmiert hat die Spitze der Landes-ÖVP vor allem die Phase der Koalitionsverhandlungen, bei der ÖVP-Chef Kurz nur knapp informierte. Stelzer und andere schwarze Landeshauptmann-Kollegen haben energisch interveniert, um eine Zentralisierung der Gebietskrankenkassen in Wien zu verhindern. Da habe man das Schlimmste vereiteln können, heißt es in der Landes-ÖVP. Skeptisch sieht man auch, dass sich Kurz mit Niederösterreichs ÖVP arrangiert und eine Machtseilschaft gebildet habe. Insgesamt hat in Oberösterreichs ÖVP mittlerweile eine Portion Skepsis die Euphorie der ersten Kurzwochen abgelöst. Dass es im Ministerteam kaum erfahrene politische Profis gebe, sei sicher kein Vorteil, so die Einschätzung. Ähnlich ist die Stimmung in der Landes-FPÖ. Oberösterreich ist ein Kernland der Freiheitlichen, die Landespartei ist entsprechend selbstbewusst. Landeshauptmann StV Manfred Heimbuchner hatte das Angebot, Minister zu werden, lehnte jedoch ab. Ich habe immer gesagt, dass ich meine politische Zukunft hier in Oberösterreich sehe. Wir haben hier etwas aufgebaut, wir haben hier unsere Ziele, sagt Heimbuchner. Außerdem werde er bald Vater und wolle bei seiner Familie sein. Allerdings wäre diese Absage kein Grund, gleich gar niemanden aus Oberösterreich in das blaue Ministerteam zu holen. Aber es ist kein Geheimnis, dass zwischen Strache und Heimbuchner nicht immer alles eitel Wonne war und ist und es mehrmals unterschiedliche Auffassungen über strategische Fragen gegeben hat. Heimbuchner hält sich mit öffentlicher Kritik zurück, sagt jedoch in den Parteigremien seine Meinung. Am Samstag hat auch Heimbuchner dem Koalitionspakt und der Ministerriege zugestimmt, jedoch nicht ohne Kurz und Strache eine indirekte Empfehlung mit auf den Weg zu geben, man könne sich durchaus an der schwarz-blauen Landeskoalition orientieren, sagte er einer Fernsehreporterin.